Und damit herzlich willkommen bei Fortnite Kapitel 5 Season 2. Zusammen mit der Blubberbläschen. Die ist direkt am Start. So, hallo, hallo. Hallo. Da sind wir. Da sind wir wieder. Voll krass. Level 1 wieder, das ist immer so lustig jedes Mal. Echt so. Und es geht wieder von vorne los. Das ist, hast du auch 400 V-Bucks gekriegt? Nee. Ich schon. Ja, Glückwunsch. Danke. Ja, ich dachte halt schon, dass das jetzt jeder gekriegt hat wegen dem Serverausfall. Also, ich habe nichts bekommen. Oh, mies. Was? Socke lädt nicht ein. Das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Grüße gehen raus. Echt so, Grüße gehen fett raus. Ja, Mensch, wie schaut's aus? Wie schaut denn der Shop überhaupt aus? Das ist auch wichtig. Wo ist denn? Da ist Rufus! Rufus ist jetzt da. Da ist der Waschbär. Der ist voll lustig. Oh, der ist echt lustig, ja. Rufus, alles klar. Ah, komm, das da. Okay. Ja, ne? Was soll man sagen? Da sind wir. Nächste Season. Der Krampf geht weiter. Das Aspekt der Götter. Was ist das? Bezwingt die Götter der Insel und sammelt Aspekte der Götter auf, um besondere Fähigkeiten zu erhalten. Oh, die Medaillons sind doch wieder da, in Form von Götter-Medaillons. Und wenn wir einen Gott klatschen, dann bekommen wir dessen Fähigkeit. So ist das jetzt also gemacht. Das wird ja immer schlimmer. Ah, okay. Das heißt, wir kriegen nicht stumpf einfach Schilde, wenn wir den Boss klatschen. Ne? Das war ja das. Die Medaillons haben ja unsere Schilde aufgefüllt. Ne, wir bekommen jetzt halt wirklich Perks. So. Aspekt der Geschwindigkeit. Die Vitalität des Zeus rennt schneller und springt höher beim Sprinten. Dann noch Aspekt des Kampfes. Bereitet euch auf den Krieg vor. Verbessert Fernkampfwaffen durch erhöhten Schaden. Aspekt des Lebensraubs. Die Kraft, eure Vitalität wiederherzustellen. Bewirkt einen Lebensraubeffekt, wenn ihr Gegner eliminiert. Und Aspekt der Agilität, rast durch die Geisterwelt. Erhaltet im Laufe der Zeit Aufladungen für Unterweltsprint, wodurch ihr euch kurzzeitig sehr schnell fortbewegen könnt. Krass. Das könnte übel werden, vor allem wenn man alle vier gleichzeitig im Besitz hat, oder? Wenn das überhaupt geht. Das ist so. Das ist schon wieder krass. Sehr heftig, ja. Aber ja gut. Das ist übel, ja. Ja, ist so. Ja! Myths and Mortals, so heißt die neue Season. Die Skins sind in Ordnung. Für Götter. Ach, hast du schon angeschaut, oder? Noch nicht. Achso, was halt super faszinierend ist, wir haben hier griechische Mythologie, alles griechische Götter, Zeus, Poseidon, alle so. Und dann ist da mittendrin einfach Korra. What the fuck, hä? Aus Avatar. Legend of Korra, einfach Korra. Okay. Hä? Das passt so gar nicht rein, aber okay. Ein bisschen voll das Riesendurcheinander, aber egal. Ich würde sagen, Folge 1, wie immer, schauen wir uns halt den Battle Pass an erstmal, oder? Unbedingt. Also dann, let's fetz, gucken wir mal rein. Naja, Korra ist nämlich der besondere Skin, das ist ganz klar. Warum auch immer Korra, also... Ja, ist nett, aber... Ich mag die Serie halt nicht. Ich habe es auch erst vor kurzem wieder versucht anzuschauen. Ich mag's nicht. Ich komme nicht rein. Ich mag die Serie nicht. Hätte ich lieber Ahnen gehabt, echt. Ich kenne die Serie nicht mal, ehrlich gesagt. Ja, ist wie gesagt der Nachfolger von Avatar, aber... Ja, bin ich raus, nix. Keine Ahnung. Mag ihn nicht. Die gefällt mir einfach nicht, keine Ahnung. Ich mag Korra einfach auch als Charakter nicht. Okay. Es ist trotzdem cool, dass sie jetzt da ist, dies, das, aber ich erhoffe mir... demnach trotzdem weitere Avatar-Skins so im Shop oder so. Wenigstens Ahnen im Shop oder sowas. Echt, ohne Schmarrn. Wenigstens. Aber gut, Korra ist da. Interessant. Fangen wir an. Normaler Battle Pass, Seite 1. Gucken wir mal. Ah ja, Cerberus. Cool. Ja. Ja, der Bildschirm nett. Bildschirm ist okay. Schattenreißer. Okay, das sind coole Klingen. Okay, ja. Dann Wuff. Ja. Oh, schön, ja. Höllischer Biss sieht sehr cool aus, ja. Ich mag auch das Design von Schwarz und Gold und dann dazu noch ein bisschen Türkis oder so. Ja, V-Bucks, klar, und dann... Okay, Hängegleiter ist schon cool, oder? mal was anderes? Oh ja, den kann man auf jeden Fall so lassen, ja. Der ist cool. Der ist cool. Hades Tor. Oh ja. Als Rückenaccessoire, eine coole Idee. Mhm, mhm. Vor allem animiert. Sieht gut aus. Ja. Schattenbüchse. Oh, oh, lustig! Es ist ja. Oh, das ist ja voll lustig. Es ist halt die Kiste quasi vom Event, wenn du so willst, ne? Ah. Nur ein bisschen kleiner. Nee, ist cool. Schattenbüchse, klar. Mhm. Ruhelose Geister können dem Sog der Unterwelt nicht entrinnen. Ja, dann Cerberus selbst. Der. Ja. Ist cool. Der gehört halt. Ist es ein Handlanger von Hades eigentlich? Oder? Weil Hades selbst ist es ja eher nicht, aber der gehört irgendwie dahin. Ja, ist halt der Höllenhund, so wie es ja. Ja, Cerberus ist der Höllenhund, ja, aber. Ja, also sei ist das Hades Haustier? Ja, ich dachte immer, dass es Hades Haustiere sind, das ja. Die Höllenhunde. Aber Höllenhunde sind, glaube ich, tatsächlich schon dafür da, um die. Ja. Cerberus ist, glaube ich, schon dafür da, um die Seelen durchs Tor zu bringen, oder nicht? Ja, ja, also der schickt die Höllenhunde eigentlich dann los und dann no. So passt holt er die dunklen Seelen ab, ja. Ja, so passt es schon, so mythologisch. Weil Hades, der hat ganz andere Dinge zu tun. Das ist fast schade, dass Hades aber nicht am Schlüssel ist. Ja, das ist richtig, aber Cerberus ist schon auch geil, also komm. Ich mag ja E-Tier-Skins hier, das ist sowieso ganz cool, das sieht schon ganz cool aus. Ja, es ist cool, ja, aber jetzt nicht so meins, aber er ist schon cool. Ich mag aber auch die Idee, weil eigentlich ist Cerberus ja dreiköpfig. Er hat einen richtigen Kopf und dann ist er an seinen Schultern sind so die anderen zwei Köpfe. Das ist eine coole Idee, das in die Rüstung mit rein zu designen quasi dann. Oh mein Gott, jetzt, wo du sagst, schau, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, siehst du, drumherum. Ja, krass. Echt so. Deswegen, krass. Also designtechnisch eine echt coole Idee auf jeden Fall. Ja, dann Seite 2 auf jeden Fall. Also Seite 1 gefällt mir direkt schon, also so ist es nicht. Dann die zweite. Oh ja. Oh, schöner Bildschirm. Wunderschöner Ladebildschirm, sehr das ist schön. Fantastisch. Okay, Bannersymbol, klar, okay. Cerberus halt. Ja. Oh, Cerberus in Gold dann jetzt. Gold, Silber, okay. Also dieselben Teile nochmal in Gold, Silber. Genau, in Gold, genau. Oh ja, da gefällt mir das Bike viel besser. Ist geil. Weiß nicht, so gefällt mir das besser. Goldblau, Silber ist nice. Also mir gefällt so und so, muss ich sagen. Ja, aber wenn, dann das da. Und dann unsterblicher Cerberus. Ja, ist schon cool. Doch, ist ein nicer Skin. Goldblau. Ja, doch, Cerberus gefällt mir. Also direkt erste Seite. Also mir taugt das direkt schon, ja? Er ist auf jeden Fall besonders. Das ist auf jeden Fall. 0815 Skin. Ja, ja, eben. Und das für die ersten zwei Seiten ist das schon mal echt super. Ja, dann, oder? Weiter geht's, oder? Mhm. Ah, jetzt kommt Aphrodite. Ja, der Ladebildschirm, den hätte man schöner machen können. Findest? Ja, finde ich schon. Ich habe mir was anderes vorgestellt für sie. Ja. Passt schon. Vor allem, es sieht halt aus wie ein Comic-Look. Irgendwie ist aber auch cool eigentlich. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Dann Selfie, warum auch immer. Das finde ich jetzt zum Beispiel unpassend. Aber okay. Find ich auch nicht. Herzflug? Der Herzflug ist ja süß. Okay, der ist schon echt süß. Was ist das? Das ist ja, echt süß. Sehr gut, der ist schön. Der ist süß. Den kannst du auch für andere noch benutzen, finde ich. Der ist gut. Ja. Der ist neutral genug für andere weibliche Skins oder keine Ahnung. Ja, Goldherz. Banner-Symbol, ja. Goldherz? Ja, ist doch schön. Ja, kann man. Vor allen Dingen, finde ich, den kann man auch für andere gut gebrauchen, weil gerade so golden... Hä? Mich ruft irgendwas an. Ach, scheiße, Moment. Mhm. So, da sind wir wieder. Genau, wir waren ja hier beim Goldherzen. Mhm. Das Goldherzi. Mhm, ja, wolltest du da noch was Spannendes erzählen? Mei, da gibt's ja nicht recht viel zu erzählen. Das ist halt golden. Es ist golden und vorne ein süßes Herz drauf. Ja, ja. Toll. Es leuchtet ein bisschen. Ne? Macht immer bling, bling. Ja. Mhm. Gut. Ja, gehen wir zum nächsten, oder? Ja, können wir zum nächsten. Ja, hier, dieses Herzschwert. Mensch. Ja. Auch hübsch, auch hübsch. Mit dem Herzschwert hast du immer Herzschmerz. Oh. Ja, ja. Mhm. Mhm. Der war gut. Ja. Oder wie es Fortnite schreibt, kämpf dich ins Herz des Problems vor. Mhm. Das, ja. Ist beides gut. So, und dann Aphrodite, Anführerin mit Herz. Alles klar. Ja. Ich will mir genauer anschauen jetzt. Aha. Die hat, hat Sneakers an? Das ist eine sehr moderne Aphrodite, krass. Ja, also grundsätzlich finde ich alle Skins, alle Götter sind sehr modern. Kann man machen. Hey, sie trägt einen Handschuh. Einen. Ja, für einen anderen hat es nochmal gereicht. Oh, tja. Auch Götter haben müssen Abstriche machen. Ist das so? Ist... Ja, hübsch. An sich ist schon hübsch, aber... Aber wüsste man es nicht, dass dieser Skin Aphrodite heißt, käme man im Leben nicht darauf, dass das ein Gott sein soll jetzt hier. Dass das special sein soll. Ja, das ist ein bisschen schade, finde ich, ja. Ja. Ja, mal gut. Vielleicht wird sie ja noch. So. Genau. Auf der nächsten Seite, guck mal. So, hier haben wir... What the fuck? Okay. Oh mein Gott, Aphrodite ist wirklich eine Influencerin, ich dreh durch. Das ist wirklich so. Was ist denn da passiert? Ja, ist süß, aber dieses Artwork ist doch überhaupt nicht der Skin, hä? Der Ladebildschirm ist doch überhaupt nicht Aphrodite, einfach mal. Das ist so. Okay, egal. Ist ein hübscher Ladebildschirm, ja, aber völlig unpassend zum Skin. Ich auch. Aber gut. Next. Unsterbliche Herzensruhe. Nimm es dir zu Herzen. Das ist schön, finde ich. Das gefällt mir. Aber warum ist es rosa jetzt? Moment mal, hä? Das Schwert ist golden. Warum ist dann das... die Halterung komplett pink? What the fuck? Und der Schwertgriff auch. Ja, so wie es aussieht, wird das alles pink irgendwie. Ja, aber das ist halt seltsam, weil das ist... Auf der vorherigen Seite gibt es kein Rückenaccessoire. Das ist das erste. Das bedeutet, das ist aber direkt in pink. Was halt zum Schwert überhaupt gar keinen Sinn ergibt, trotzdem dann. Das ist so, aber es ist ja auch ein Herz. Es darf ruhig rosa sein. Ja, aber es... Hä? Aber der Griff des Schwertes hier ist pink. Der Griff ist aber schwarz. Irgendwie... Irgendwie passt es nicht, aber okay. Spray? Sammlerin der Herzen, das ist süß. Ach, jetzt kommt's. Jetzt ist es pink, komischerweise. Ja, aber... Ja, vielleicht kann man das Rückenaccessoire ja doch einfärben. Aber man sieht's halt hier jetzt so nicht. Das ist richtig, ja. Ich check's nicht. Ja. Ey, jetzt Moment mal. Unsterbliche Aphrodite. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Unsterbliches Herzboard? Ja, das ist okay. Kann man machen. Ja, das erinnert mir aber an irgendein Board. Wir hatten schon mal so ein ähnliches. An Marvel-Board. Ja, an was ähnliches. Ja. Schönes Schaukeln ist wirklich süß. Oh, das ist ja wieder super süß. Das ist so... Kann man auch schön auf Kreativmaps nutzen. Echt so. Voll schön. Ja. Und dann haben wir hier unsterbliche Aphrodite, Anführerin mit Herz. Anzeigen. Sehr, sehr rosa. Ah, scheiße, ja. Also der Körper hätte jetzt nicht unbedingt so rosa noch sein müssen. Ja, finde ich auch. Da haben sie ein bisschen, ist ein bisschen in den Farbtopf gefallen. Aber gut, ja, Aphrodite, ja. Liebesgöttin, ja, ja, ich meine, es passt. Aber ja, schon Farbtopf hier, ja. Aber ja, okay, ist hübsch, ja, passt schon. Also da ist sie zumindest specialiger als echt ihr Hauptskin. Hier erkennst du, okay, das ist irgendwas Besonderes, aber die eigentliche davor, die sieht aus, ja, irgend so 0815 Skin im Shop halt, keine Ahnung, so irgendwer halt, aber nicht Aphrodite. Ja gut, Seite 5, let's fetz, oder? Ah ja, Poseidon, wo ich wirklich enttäuscht bin, dass das Poseidon jetzt geworden ist. Bin ich sehr enttäuscht. Das soll Poseidon sein. Ja. Das ist ja eine Kaulquappe. Ja, richtig. Die haben sich dafür entschieden, dass es quasi so ein Fischskin wird. So ein Glibberfisch-Skin. Hä? Kann man machen? Muss man vielleicht halt eher nicht so. Wir sind auch eigentlich alle enttäuscht. Also ich auf Twitter und so habe ich schon gesehen, eigentlich denken sich alle, seid ihr am Arsch? Warum ja, Poseidon? Poseidon. So, ja eben. Oh mein Gott. Und dann machen sie den zu so einem Fischi-Pischi-Kacki. Der wird jetzt schon nur ausgelacht, der Skin. Ja. Ah, finde ich auch. Sehr, sehr schwierig. Es ist sehr schade. Naja. Ein Musikstück. Oh, das ist cool. Oh ja, der ist schön. Jetzt kommt der Drop. Oh mein, ja, das ist lustig. Ja, meins ist es jetzt nicht, aber ja. Ja, aber er ist lustig. Er passt halt schon natürlich zum gesamten Fisch-Setting von Fortnite. Das ist immer so verspielt und lustig. Das passt. Das kann ich dann eigentlich theoretisch auch für andere Fischskins nehmen oder so. Ist schon charmant. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ein Strömungsstrudel? Ja, ist okay. Ja, ja, ist okay. Triton winken? Hallo. Aber warum schaut er so traurig? Der hat sich wahrscheinlich seinen Skin auch selber ganz anders vorgestellt. Und dann kommt die Muckelmuschel. Die ist ja mal süß. Die ist super süß, die Muckelmuschel. Schütze deinen Freund wie eine Perle von den tiefsten Tiefen. Reaktiv? Wieso reaktiv? Was macht die? Weiß nicht. Also die ist reaktiv. Ahnung, aber die ist super süß. Echt so. Und dann der Brandungsdreizack. Ja, okay, der ist schon cool. Grundsätzlich. Ja, klar. Den kann man schon nehmen. Das ist schon cool. Naja, und dann, ja, Schlürfgott. Schlürfgott, eben. Er hat ein Schlürffischfass-Design. Und das ist halt jetzt... Poseidon. Es ist einfach eine Kaulquappe. Nee, es ist, glaube ich, ja, schon so ein bisschen. Ich lasse halt irgend so ein Schlürfbopsel. Schlürfbopsel. Vor allem du sagst Schlürfbopsel als Poseidon. Na toll. Vor allem als Lego-Skin sieht es noch seltsamer aus. Das ist wirklich so, ja. Ja, keine Ahnung, also meins ist es auch nicht. Ich werde ihn mal spielen. Naja, er passt in meine Fischsammlung. Ja, was weiß ich. Ich hätte mir auch gerne einen anderen Poseidon gewünscht. Ist wirklich so, ja. Aber zumindest passt zur Fortnite-Thematik, dass das okay. Ja, was weiß ich. Man hätte sich was anderes gewünscht. Aber umso länger ich ihn anschaue, ist er gar nicht so schlimm. Ist ganz witzig. Naja, was soll's. Nächste Seite, oder? Ja. Ach ja, klar, er kann sich ja noch ändern. Okay, der Ladebildschirm ist aber schon lustig. Der ist cool. Der ist lustig. Der ist echt cool. Der Ladebildschirm ist cool. Der gefällt mir auch. Ja, der ist lustig. Nice. Okay. Ja gut, Bannersymbol, klar. Ja. Finsterflut? Ja. Finsterflut, ja. Naja. Schlürfkönig-Herausforderung. Do you even slurp, bro? Der ist lustig. Mag das Design so. Mhm. V-Bucks. Und ein Seesignal. Da kommt eine Krabbe raus. Das ist schon lustig. Ist schon lustig, ja. Oh, der ist super. Das ist wirklich lustig. Der ist sehr, sehr gut. Kann man sogar in Lego benutzen, cool. Dann der unsterbliche Poseidon in lila halt. Genau, in lila, ja gut, okay. Ja gut, das ist halt lila. Das ist so, jetzt nächster Skin. Medusa. Oh. Da bin ich gespannt, ja. Da bin ich auch gespannt, ja. Ladebildschirm. Ja, okay. Kann man machen. V-Bucks. GG. Versteinertes GG. Ah ja, ja, klar, okay. Gorgonen-Ägide. Alter. Okay. Coole Idee. Coole Idee. Es sind zwei Schlangen, die sich so anschauen. Aber die zwei Schlangen zusammen bilden einen gesamten Schlangenkopf. Und das ist eine echt coole, kreative Idee. Oh mein Gott, gut, dass du das immer erklärst. Mir fällt sowas echt gar nicht auf. Wie kann dir das nicht auffallen? Nee, das ist eine echt saugeile Idee auf jeden Fall. Ist sehr kreativ. Total, auf jeden Fall. Aber mir ist echt nicht aufgefallen. Deswegen, ich habe nur das Schild gesehen. Denke mal, das ist ein Zeichen oder was hat denn das mit Medusa zu tun? Aber alles. Ja, okay, okay. Tatsächlich. Aber jetzt bei die Klingen, bei die Gorgonen-Klingen. Warum heißt also die Gorgonen-Klinge? What the fuck? Okay. Ja, keine Ahnung. Mir fällt aber schon auf, dass alle Klingen so echt immer so ziemlich Ähnlichkeit haben. Es ist jetzt nicht wirklich was Besonderes dabei. Die hier schon. Außer jetzt beim Poseidon, das war besonders. Na, die hier auch. Die finde ich auch nicht besonders. Die Klingen selbst bestehen aus einem Schuppendesign wie Schlangen. Und in der Mitte, an der Schneide entlang nach unten bis zum Griff, ist eine gesamte Schlange pro Klinge. Das ist sehr cool. Also anscheinend bin ich dann zu weit weg, ich erkenne das nicht, echt. Na, also die finde ich gut. Und oh nein, reaktiv? Jetzt weiß ich, was du meinst. Die reaktiv sind doch leicht. Also die finde ich schon besser als jetzt die anderen bisher, die sind schon sehr cool. Ja, aber trotzdem finde ich, ist jetzt nichts Besonderes. Das ist Medusa, der hätte jetzt eine Schlange aus Peitsche gemacht oder so, weißt schon so. Ja, können sie aber nicht machen. Das muss ja von der Animation immer so. Eine Peitsche kannst du nicht bringen als Spitzhacke. Als Emote schon, aber nicht als Spitzhacke. Du bist ja immer so ein bisschen... Ach so, ja, okay, ja, verstehe, was du meinst, ja. Ja, also das hätten sie ja sonst bei... Indie auch machen können. Indie auch machen können, das, ja, ja, ich verstehe. Sie sind ja gezwungen, auf einem gewissen Animationslevel zu bleiben, sonst geht's nicht. Und deswegen ist die Entscheidung ganz cool. Kann man schon machen. Mit Gorgonen, so diese... Ja, Schuppen-like, Klingen, Schlangen, Ding, sie sehen ganz cool aus. Und dann haben wir noch das Spray, was aussieht wie das Rückenlass. Das war halt dann nur das Kopfding. Da siehst du es noch besser, was ich meinte. Ja, das ist voll gut eigentlich. Ja. Und Medusa. Ja, Medusa ist cool. Oh ja, ist hübsch. Mir gefällt Medusa. Oh ja, die haben sie gut gemacht. Auch von hinten, weil ich meine, so spielt man sie ja, so sieht man sie ja beim Zocken. Das ist deswegen, ja, da grinsen sich die ganzen Schlangenköpfe an. Das ist voll cool. Cool, ja. Cool. Na, die ist hübsch, schimmert auch, schönes Schuppenkleid quasi, sehr cool gemacht. Echt so, cool, Medusa ist cool. Jetzt geht's weiter, und da kommt auch ein Emote gleich schon. Ladebildschirm ist okay. Ja. Emote? Schlängernde Beschwörung. Faszinierend, aber sehr cool. Oh, super cool, ja. Geil. Super cool. Mhm, schön. Das ist ein ultra besonderes Emote. Echt so. Noch nie sowas in der Form gesehen. Banner-Symbol, nice. Mhm. Schlangenauge, sehr hübsch. Oh, ja. Sehr cool. Nein, du musst es dir länger anschauen. Was soll ich sehen? Da ist ein Auge, das blinzelt? Ja, das ist cool, finde ich. Das ist schon gesehen, ja, ist cool. Das ist so? Ja, jetzt die Klingen so rosa, pink, keine Ahnung. Ja genau, jetzt werden sie so Schimmerlila-like. Ja, okay. Ja, ist halt einfach andere Farbe dann. Oh, okay. Medusa selbst auch dann in... Oh! Ah! Okay, mehr in so einer Kampfrüstung an sich, anstatt mit so einem Kleid. Das ist so, da gefällt mir die erste Variante interessanterweise besser. Diesmal. Ja, mir auch, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Kampfgorgonen. Okay. Ah, jetzt kommt Zeus. Okay. Ja. Zeus. Ja. Der Bildschirm ist cool. Passt. Sturmflug. Moment, das check ich nicht. Ach, das sind wirklich Kondensstreifen. Ja, okay, die finde ich fast störend. Ja, aber oh ja, ist cool. Kann man anlegen, ja. Für Zeus schon, ja. Fast schon für Thor auch, beinahe. Das ist so, ja. Totaler Schock ist lustig, klar. Ist lustig. Das ist das Rückenaccessoire. Hm, ja, gut, okay. Ja, okay. Der große Olympus. Hä? Gitarre, Gitarre was? Gitarre? Wie Gitarre? Gitarre... Nee, das ist eine Gitarre. Das ist fürs Musikspielen. Doch, das setze ich. Das ist einfach dann eine Gitarre. Ja, okay, ist cool. Okay. Ja, verstehe. Ja, ist cool. Dann haben wir Blitze und Donner, Hängegleiter. Ja, okay, das ist schon geil. Der ist cool, ja. Der ist gut gemacht. Ja, das ist cool. Auch das Geräusch. Das ist ja interessant. Weil es hört sich fast an wie bei Thor. Mhm. Sein Stormbreaker. Und Zeus. Ja, der schaut jetzt... Doch, also ich, passt. Der schaut, finde ich auch, der schaut gut aus. Jetzt, ist cool. Bin ich doch positiv überrascht, ja. Ich auch. Doch. Können wir so lassen, ja. Hm? Hast du ihn aber eine Variante kriegt? Seite 10. Mhm. Ja, sieht so aus. Ja, okay. Ladebildschirm ist so... Ja, weiß nicht. Stürmischer Flug. Ist ein Fortbewegungsimort, cool. Mhm. Auch cool. Machtgewitter. Oh, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Echt? Der Waffenskin, echt? Ja, vorne mit dem goldenen Blitz und so gefällt mir. Mir leider nicht. Sehr edel, finde ich. Ah, doch. Es hat reaktiv. Okay, ich wollte nämlich sagen, ich bin enttäuscht, dass das nur so aussieht und keine Reaktivität drauf ist, sodass man Blitz sieht oder so. Aber doch, wenn du ballerst, dann wird's reaktiv. Mhm. Dann kommt ein Blitz. So muss das. Was ist das hier? Blitzschläger? Die Spitzhacke? Ja, klar. Ist okay, ist okay. Ja. Oh. Passt halt harmonisch zum Skin. Und dann Zeus als Eroberer Zeus. Nee, da finde ich ihn langweilig. Nee, da gefällt er mir auch bei der anderen Seite besser. Das ist gar nichts. Was ist das? Also da ist es wieder genau derselbe Fall. Also wenn du nicht wüsstest, dass es Zeus ist, wo ist der Zeus? Ah, sehe ich auch so. Nee. Na, nicht gut. Nö. Gut. Seite 11. Artemis. Hm. Der Gott sagt mir leider nichts. Ich habe kein Wissen über Artemis. Was ist denn Artemis? Bin ich als Ordnungs-Artemis. Naja. Auf jeden Fall ist der Ladebildschirm schon ganz cool. Ah, okay. Gesetze der Natur befolgen. Mhm. Okay. Artemis. Oh ja, okay, cool. Die Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit, des Waldes, der Geburt und des Mondes sowie die Hüterin der Frauen und Kinder. Alles klar. Mhm. Das ist einiges. Die hat einiges zu tun. Echt so? Die Frau. Was geht ab? Göttin der Jagd, Jungfräulichkeit, Waldes, der Geburt und des Mondes, Hüterin der Frauen und Kinder. Alter, den Job hätte ich jetzt ungerne. Okay, gut zu wissen. Die Jägerin zielt. Oh ja, schönes Spraymotiv. Mhm. Dann Pfeilspitzenschlitzer. Ja, ist mal was Neues. Finde ich auch. Also das freut mich jetzt, dass es mal was anderes wieder ist, ja. Vor allem, wenn sie hackt, ist es so, als würdest du... Die Animation ist so kurz, aber es ist, als würdest du den Sternenhimmel zerschlitzen. Als würdest du Sternenbilder malen. Das ist cool. Mhm. Artemis mit glänzenden Augen, ja, okay. Okay. Nicht so hübsch, ehrlich gesagt. Nee, das stimmt, ja. Aber... Lyra. Also es war sehr schön. Der Jägerin. Sehr schön, ja. Emote. Oh, wie cool. Oh, mega schön. Voll cool. Ja, der Song... Weiß ich nicht, ob ich ihn mag oder nicht. Doch, ich mag ihn schon. Ja, doch, kann man machen. Finde ich cool. Ja, ist cool. Und Artemis. Sie? Ja, also... Als Galaxy-Skin und das ist cool. Finde ich cool, ja. Also ich weiß ja nicht, was sie so treibt, aber ja. Schaut gut aus. Mhm, echt so. Gefällt mir gut. Dann Seite 12. Unsterbliche Artemis? Echt so? Ladebildschirm gefällt mir nicht. Ich weiß nicht. Artemis? Nee, mir auch nicht. Ich glaube, so griechisch ist das doch immer öfters so ein bisschen länger gezogen. Artemis hört sich ein bisschen mehr an, wie Gottheit an von griechisch so als Artemis. Mhm. Artemis! Atemlos durch die Nacht oder was? Ich glaube, ich würde Artemis sagen. Wie wird's denn ausgesprochen? Weiß das wer? Echt so, das würde mich interessieren. Artemis oder Artemis? Wiki gibt mir die Aussprache hier nicht. in die Klammern. Das nervt mich jetzt. Artemis. Ich glaube, es ist schon Artemis. Kannst du mir das nicht... Hallo? Mhm. Altgriechisch. Ja, aber... Gib mir doch die... Ja. Wo ist denn das Feature hin, dass man das vorlesen lassen kann? Hey, auf Wiki. Schade. Artemis. Aha. Artemis. 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 Wenn ich Artemis in Google Übersetzer reinballer und das Ding auf Griechisch stelle, dann ist es Artemis. Artemis. Dann ist es I sehr lang. Ganz komisch. Weiß auch nicht. Artemis. Ja, Artemis, Artemis. Oder so. Ganz komisch. Okay, kein Plan. Ja gut, okay. Dann Artemis Mies oder Artemis. Ja, keine Ahnung. Gut, ja. Wir lernen hier voll die neuen Götter kennen. Oh. Dann die unsterbliche Artemis. Artemis. Echt so. Aha, ja, das wird so Weinrot-like. Rötlich, ja, dann so. Mhm. Okay. Anderes Symbol. Super lame. Unsterblich, ja, rot. Aber es sieht so cool aus, dieses Rot. Und das finde ich auch. Das Rot ist schön. Das ist Junge, was ist das für ein Gleiter? Ja, ist okay. Vor allem, wie er sich aufklappt, ist super geil. Also wir hatten sowas in einer Halbmondform schon öfters, aber so wie er sich aufklappt, ist einzigartig. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Cool. Ja. Und sie? Unsterbliche Artemis? Oh, so gefällt sie mir viel besser. Sieht auch super nice aus. Ich glaube... Warte mal, ich muss nochmal zurück. Erinnert mich so wüstenmäßig irgendwie. Nee, doch. Mir gefällt sie, glaube ich. Ah, es ist halt so gemein, weil die andere ist blau. Ich mag blau sehr gern, aber so gefällt sie mir einfach irgendwie besser. Wie, was meintest du, ist sie? So ein bisschen Wüsten. Na, das ist ein ganz typischer Bogenschütze-Outfit. Echt, oder? Ja. Das ist eine Jägerin. Und das passt halt dann zu ihr. Sie nutzt ja Pfeil und Bogen. Man könnte auch fast an Robin Hood denken. Göttin der Jagd im Mondlicht. Na, gefällt mir sehr gut. Wenn das jetzt aber auch blau wäre, dann wäre es perfekt. Naja. Aber Artemis ist cool. Insgesamt sehr cooler Skin auch. So, wir haben es gleich seit den 13... Ach so, stimmt, das ist ja Hades. Stimmt, Hades ist ja doch dabei. Stimmt. Wir haben irgendwie Cerberus und Hades. Stimmt, ich hab's vergessen, dass der hier Hades sein soll. Herr der Unterwelt. Mhm, mhm. Ja, dann. Bildschirm ist cool. Bildschirm. Das ist okay. Cool. Schattenrauch. Oh, das ist geil. Sehr geil. Mhm. Hört man auch sehr gut. Der Unterweltler als Bass. Mhm. Auch cool. Okay. Auch cool. Auch cool. Hades-Schlüssel. Wenn du einen großen Schlüssel hast, sieht alles wie ein großes Schloss aus. Wir sind jetzt bei Kingdom Hearts oder was? Auch gut. Ach, das ist die Spitzhacke. Lol. Mhm. Ja, kann man machen. Elysium. Stelle deinen Stil zur Schau. Zur Schau. Ist das wieder reaktiv? Ein bisschen. Na, das finde ich fast schon enttäuschend, ehrlich gesagt. Oh, ist jetzt auch nicht so meins. Und Hades. Ich meine, er sieht grundsätzlich schon cool aus, aber du kommst ja im Leben nicht drauf, dass das Hades sein soll. Das wollt ihr auch gerade sagen. Also was ich schon... Warum die Maske? Seine Hände sind schon cool gemacht. Die Hände sind geil. Aber ja... Aber warum? Ich check's nicht. Ja, Hades hat mir irgendwie ein bisschen anders im Gedächtnis. Vor allem warum diese Maske? Einfach von einem Psycho von Borderlands geklaut und redesigned, oder? Ja, warum? Er ist cool, aber nicht cool genug zu sagen, ja Mann, hey, den tue ich mir in Spinnenslotten, nee, weiß nicht, hey, also. Vielleicht kommt er mir in die Halloween-Rubrik rein. Das ist doch schon alles. Ja, okay. Ja, weiß ich nicht, echt. Ja, Seite 14, was sagt die denn so? Vielleicht wird es ja besser. Ja, der Ladebildschirm ist nice. Unsterbliche Hades, der ist cool. Mhm. Schlangenbiss-Schlüsselring. Ah, okay. Ja. Ja, ist auch cool. Ja, kann man machen. Kann man die machen. Baumeln ein bisschen rum. Underworld Rock. Okay, das ist lustig. Aha, Musik, ich bin gespannt. Schon nice. Aber kommt da noch was? Ja, cool. Kann man machen. Das ist jetzt eher mein Scheiß. Ist es? Das ist, ja. Aber, ja, das ist schon cool. Das ist cool, finde ich. Passt zumindest zu dem Skin. Oh, ja, einen Hades-Streitwagen. Ja, der ist geil. Der ist ja mal mega geil gemacht. Das ist super geil. Warum haben wir da nicht Plätze bekommen? Für Witcher? Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Haben wir nur so einen Luftballon bekommen. Aber der ist geil. Wenn der dann tatsächlich hinten drauf steht, das ist schon nice. Echt so. Mega cool. Okay. Und dann dunkle Verwandlung Hades. Die Verwandlung an sich sieht geil aus und danach sieht es zumindest besser aus, dass er jetzt schimmert. Ja, ja, okay. Ja, besser. Besser, schon mal die richtige Richtung, aber leider war es das schon. Ja, okay. Okay. Ja, gut, okay, ja. Also, ja, dann gehen wir noch Bonusbelohnungen schnell rein. Mhm. Da haben wir das Herzboard in Gold. Ja. Lila. Das sieht sehr hübsch aus. Da ist ja noch Musik. Das Jagdgebiet. Ah, für Artemis. Hey, what the fuck? Ach, klar, das ist der Song, der im Emote drin ist, natürlich. Ja, das ist cool. Ja, der ist super cool. Dann nochmal Poseidon in Magma. Okay. Einfach weiter. Das sieht aus wie Fanta. Okay. Weiter geht's. Brandungshammer. Ja, weiter geht's. Okay. Magma-Meer. Mhm. Sieht aus wie ein Gelee-Bonbon. Weiter geht's. Echt so. Sternenflug. Oh, Sternenflug ist sehr schön. Oh, ja, der ist schön. Das ist auch wieder für Artemis. Und, oh, unsterblicher Zeus again. In Silber. Unsterblicher Zeus. Ja. Das ist auch hübsch. Ja, ja. Silbergold, blablabla, ja. Das passt schon. Das passt schon. Genau. Ewige Jagd. Sehr hübsch. Ja, ist auch hübsch. Gefällt mir so. Okay, Ladebildschirm der Season. Natürlich. Klar, ist schön. Langweilig? Sind alle zu sehen, aber es ist langweilig. Ah, schau. Da ist deine Herzensruhe in Gold. Ja, ach, na, großartig. Man muss wieder Level 150 ja. oder so ein Scheiß sein. Haben sie schon gut gemacht. So dumm. Damit man schön dran bleibt. Oh, Artemis oder so in Weiß. Oh, hä? Was ist denn das für ein Joghurt? Drops. Echt so? Sieht aus wie ein voll leckerer Joghurt. Okay. Ja, okay. Hübsch ist es ja schon. Also so ist es ja mal nicht. Ich finde es ja eigentlich hübsch. Mich verwirrt es eher. Ich weiß nicht. Verwirrend ist es, aber hübsch. Also dieses Silber, es ist wirklich nicht weiß, sondern echt Silber und es ist schon schön, aber... Ja, ist eine Joghurette, ja. Ist ein Joghurt. Ja, das ist eine Joghurette, ganz genau. Okay. Dann... Oh ja! Oh, ja, die tödlichen Farben, so lila, schwarz. Oh ja, bitte. Das ist ja mega. Ja, sieht super aus. Ja. Was ist denn das? Gorgonen-Mikro... Da ist eine Schlange dran. Ja, nee, komm. Auch? Nee, 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 okay. Nee, nee. Okay. Nee. Hades in lila. Sehr schön. Mhm. Ja, ist cool. Ja, boah, aus Hades hätte man halt so viel mehr machen können, aber es ist cool, ja. Also, er ist erst dann Hades, wenn er auch wirklich so schimmert, wie bei der Verwandlung. Dann geh mit und sag, ja, okay, komm, ist irgendein Unterwelt-Heini. Ja, achso, der Rest ist durch. Ja, okay, wieder mal. Genau. Das ist ja mal wieder klar. Die Auftragsbelohnung. Gleitende Mondsichel. Sehr hübsch. Mhm. Ja, ein Bannersymbol Schlüssel. Echt Kingdom Hearts einfach, echt. Bannerstoß. Okay, auch cool. Mal Effekt. Es ist eigentlich sehr geil, weil da so goldene Blitze noch kommen. Das kann man für Tor benutzen. Diese Variante kann man sehr gut für Tor benutzen. Und Höllenfeuer Cerberus. Ah ja. Ja, da gefällt mir jetzt. Ist, glaube ich, besser, ja. Auch cool. Er ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, ja, passt. Rest ist bevorstehend mal wieder, alles klar. Und dann haben wir ja noch Korra, da sehen wir aber nur Korra und nichts weiter. Genau. Ja, ist okay halt. Also ich meine, sie sieht gut aus. Sie sieht genauso aus wie im Anime. Ich sag jetzt trotzdem Anime. Ist einfach so. Ja, aber ich kann halt, wie gesagt, mit ihrem Charakter halt. Ich kann mit ihr nichts anfangen. Ja, ich kenne sie ja gar nicht, deswegen keine Ahnung. Ich meine, ja, es ist eigentlich so, wie es dran steht. Hitzköpfige und rebellische Avatar. Ja. So ist sie. Sehr hitzköpfig und sehr rebellisch. Mhm. Und deswegen gefällt sie mir irgendwie nicht so. In der Serie. Ich weiß nicht. Ich komme nie weiter als vielleicht 3 Folgen. Dann kann ich es nicht weiterschauen. Es gefällt mir nicht. Naja. Ich hab's nicht mal ansatzweise. Kann ich mal darunter was vorstellen. Kannst ja mal rein... Schauen. Gibt's bestimmt überall. So ziemlich. Amazon Prime, Netflix, was weiß ich. Vielleicht sogar die ersten Folgen auf YouTube bestimmt. Die erste bestimmt. Ja, so, mal schauen, keine Ahnung. Aber also ich kam nie rein, ich komme nicht warm damit. Lass mal so stehen. Aber es ist ja genauso wie bei Naruto. Und Naruto liebe ich. Naruto und Naruto Shippuden natürlich. Aber danach, Boruto kann ich mir nicht geben. Boruto hasse ich. Und so geht's mir genau gleich mit Avatar. Ich liebe Avatar, aber ich hasse The Legend of Korra. Ich kann es mir nicht anschauen. Ich weiß nicht. Ich werde damit 0 warm. Das finde ich halt so faszinierend, wenn ich den Vorgänger abgöttisch liebe und das Nachfolgende plötzlich überhaupt nicht mehr. Das ist super faszinierend. Ich werde damit nicht warm. Aber so ist es. So ist es. Ja. Hab jetzt Legend of Korra auch bestimmt 3-mal eine Chance gegeben und Boruto genauso. Und ich werde aber mit beidem nie warm. Nie. Ist nicht meins. Aber naja, grundsätzlich cool, dass es da ist, aber ich wünsche mir trotzdem auch einen Aang. In irgendeiner Form. Job oder so. Gut, das war's. Das ist die Season. Ja. Und das ist die Map. Ist es so? Oh. Schön einige geänderte Gebiete. Freue mich drauf. Ich sehe da hinten einen Wüstenabteil oder sowas wie ein Canyon oder ich weiß nicht genau. Hoffe ich, weiß nicht genau. Mount Olympus. The Underworld. Ein Todesgebiet also quasi. Aber das war's eigentlich schon. 2 große neue Gebiete und das war's aber eigentlich. Mhm. Bin ich gespannt. Ich auch. Mal schauen, was uns da erwartet. Oh, das heißt direkt Story. Danke. Es gibt einen Reiter, der einfach auch wirklich direkt Story heißt. Jetzt kennt sich auch jeder mal aus. Das ist doch mal schön. Dankeschön. Echt so. Überlebensmedaillons? Ja, okay. Okay. Achso, was gibt's denn jetzt in Ranked? Mhm. Ja, gut. Ja, okay. So. Das war's. Was sagst du? Doch, also muss ich schon sagen, schöner Pass. Also ich habe mir zwar die Götter grundsätzlich ein bisschen anders vorgestellt, so. Mhm. Sie sind schon sehr modern gehalten, ja. Aber ja, macht nichts, kann man schon so machen. Ja, vor allem, weil es einfach tatsächlich zu Fortnite passt. Ja, deswegen ist es okay, ja. Es sind viele, viele coole Emotes dabei, finde ich, bei Battle Pass diesmal. Die gefallen mir sehr gut. Ja, wir haben viele besondere Items, so Neben-Items, ja, genau, so. So Emotes und so, ja. Nee, sorry, erzähl nur zu Ende. Ja, und ja, Poseidon ist... Ja, lass mich drüber reden. Ja, er ist süß, aber es ist Poseidon. Man kann ihn auch nicht so machen, ich weiß nicht. Ja. Ja. Aber okay. Vor allem, es ist halt so frech, man hat halt, Fortnite hat ja im Laufe der Zeit jetzt nur Silhouetten gezeigt. Also, die waren ja schwarz. Und von Poseidon siehst du ja als Silhouette. Denk dir den schwarz, natürlich siehst du nur so den Umriss und dass er Muskelpaket ist. Ja, dann wird er enthüllt und dann ist es so ein Fischkopf. Das ist wirklich so. Das ist schon auch echt lustig. Ja, ich meine, weiß, zum Gesamtpaket, wenn man sich alle anschaut, die ja alle ziemlich im Fortnite-Stil gehalten sind, passt Poseidon dann schon auch dazu, gar keine Frage. Aber man hat sich was anderes vorgestellt. Ja, das ist so, das ist so. Aber generell muss ich sagen, ja, ich finde den Pass insgesamt eigentlich auch ganz cool. Ja, es sind auf jeden Fall besondere Skins. Ja, und weil auch ein Thema sehr schön durchzieht. Alles Götter. Das ist so, ja. Mhm. Nicht irgendwie, da ist noch so ein 0815-Skin noch zwischendrin dabei, sondern das sind alles Götter. Das ist ein Thema, straight durchgezogen. Bam. Das ist so, ja. Und das ist schon ganz cool. Ist schon schön geworden, ja. Doch. Für dich jetzt, was so dein Favorite-Skin jetzt von weiß allen? Ich nicht. Die sind alle gleich stark, gleich schwach. Ich weiß nicht genau. Also Cerberus ist sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, Favorite ist so Cerberus für mich. Wie gesagt, umso länger ich mir den anschaue, ich glaube, Poseidon werde ich auch sehr feiern, weil der sehr lustig ist. Ja. Du magst ja sowieso auch Fischskins. Ja, eben. Das ist wirklich lustig. Medusa ist hübsch, aber es reicht nicht. Es reicht nicht ganz. Artemis. Oder Artemis, was weiß ich. Ich glaube, die feiere ich sehr, weil sie einfach so eine Bogenschützin ist. Das ist ja genau mein Ding. Ja, ich muss auch sagen, das ist für mich, also jetzt hier so von allen, ist es mein Favorite, Artemis. Und Hades aber nur, wenn er verwandelt ist, also wenn er wirklich dann auch schön schimmert. Kann, denke ich, ganz cool sein. Aber es fehlt einfach was bei ihm, für mich. Er ist cool, ja, aber noch nicht cool genug für Hades. Ja, finde ich auch. Ja, es ist schwierig, einen direkten Favorite zu nennen. Vor allen Dingen, was haben's denn den für eine Hose angezogen? Was ist denn das für eine Balletthose? Oh, jetzt kommst du da wieder mit... Ach komm, wir müssen aufhören. Okay. Am schwächsten, auch wenn sie hübsch ist, finde ich trotzdem Medusa. Und trotz alledem auch am allerschwächsten, also wirklich auf dem letzten Platz ist Aphrodite für mich sogar. Das ist wirklich auf dem letzten Platz von allen. Ja, es ist, also ich meine... Weder Standard noch verwandelt, also gar nicht. Also, für mich halt Poseidon, weil ich nicht so der Fisch-Fan bin. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also zumindest ist Poseidon, wenn man es mal groß betrachtet, ja, das ist ein besonderer Skin. Ja, und Aphrodite und ja, aber nicht. Im Vergleich zu Aphrodite ist er, genau, ist Aphrodite schon ein bisschen... langweiligerer. Ja, ja. Aber ja, es macht bestimmt Spaß, mit den meisten zu spielen. Auch Zeus und so, aber... Ja, ich bin gespannt, weil das ist ja oft so immer ganz anders. Dann spielt man Skins. Das ist so crazy, finde ich, dass man dann welche spielt und dann sind andere wieder eigentlich die Favoriten. Ganz komisch. Ja, ja. Das ist echt faszinierend. Also nur weil man sie so sieht, fühlt man die ganz anders, wenn man sie spielt. Dann sagt man plötzlich, ah, Cerberus, eigentlich geil. Und wenn ich ihn spiele, boah, eigentlich voll der Scheiß, ich möchte nicht. Es ist so, ja. Das ganz ist komisch. Geht's euch auch so? Ja. So, könnt ihr mal schreiben. Genau, so, bei uns geht es so. Kommentare. Und deswegen müssen wir mal schauen. Echt so. Aber so erstmal schon mal unser Fazit. Ich habe das alles ein bisschen schneller durchgepeitscht, wir sind nicht lange so an Items hingehockt. Das ist meistens so, das Video geht nämlich schon wieder 50 Minuten. Das ist so. Das tut mir leid, aber so ein bisschen schneller müssen wir immer sein. Es sind trotzdem schon wieder eine Stunde, das ist Wahnsinn. Naja, ist wurscht. Das ist der Battle Pass, das ist die nächste Season, freue mich drauf. Ich bin auch auf die neuen Gebiete gespannt, schauen wir uns dann bei der nächsten Folge an. Auch auf die Medaillons, wie scheiße die werden, ganz ehrlich. Wie unbalanced der Scheiß schon wieder wird. Das will ich erst gar nicht schönreden. Das wird wahrscheinlich furchtbar. Das sind zwar coole Ideen, dass du einen Gott tötest und dessen Fähigkeit bekommst. Ja, aber ich glaube, es wird abgöttisch hässlich. Abgöttisch. Okay. Es wird wahrscheinlich furchtbar auf Dauer. Aber schauen wir mal. Genau, in diesem Sinne, ab zum nächsten Sturm. Sturm? Tschüss! Ja, das